Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII Rebirth. Wir haben beim letzten Mal an einer sehr aufregenden Stelle aufgehört, nämlich wir haben den Kapitelwechsel eingeläutet, den nächsten. Das war mir nicht so ganz bewusst. Wir haben eigentlich alles, was hinter uns liegt, soweit erledigt. Zumindest habe ich das Gefühl. Und wir schauen mal, was heute die Mithrilminen für uns bereithalten. Da bin ich beim letzten Mal eher unfreiwillig schon so ein bisschen reingerannt. Warte mal, ich mache mal mein Headset ein bisschen lauter. Der Track, der hier nämlich im Hintergrund läuft, der gibt mir so richtige Nobuo Uematsu-Vibes. Der erinnert mich sehr an die Dungeon-Musik aus den Mistwalker-Spielen, sage ich mal. Also so Blue Dragon, Lost Odyssey. Und das ist so... Ich weiß nicht, ich habe damit ganz viele Assoziationen aus meiner Xbox 360 JRPG-Zeit und finde das irgendwie schön. Deswegen mag ich den auch. So, bis hierhin sind wir, glaube ich, letztes Mal gekommen. Hier gibt es noch ein bisschen was zum Sammeln. Ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen, was ich im Vorfeld noch hätte tun sollen. Aber wir sind mit dem Kampfsimulator durch. Ach, hier können wir uns nochmal hinflezen. Das ist aber nett. Heißt das, dass gleich ein schwerer Kampf kommt oder interpretiere ich wieder zu viel rein? Also Platz für einen größeren Hoshi wäre hier auf jeden Fall im nächsten Raum. Aber ich will da jetzt auch nicht zu viel rein interpretieren. So, dann nutzen wir mal das, was uns hier gegeben wird und gucken erstmal. Oh, man kann hier Supertränke kaufen. Das feiere ich. Also da nehme ich auf jeden Fall alle mit. Die normalen Heiltränke, die haben nämlich schon ausgedient. Die bringen uns nicht mehr so wirklich voran. Haben wir hier auch... Ja? Nee, ich dachte, wir hätten auch neue Materia. Es gibt aber neue... Naja, was heißt neu? Ich glaube, das konnte man auch vorher schon in den anderen Verkaufsautomaten kaufen. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Es gibt auch neues Accessoire-Equipment-Gedöns. So wollte ich den Satz eigentlich beenden. So, ich glaube, ich werde davon aber erstmal nichts kaufen. Warte mal, ich muss mal mein Mikro kurz ein bisschen justieren. So. Dabei belassen wir es erstmal. Es gibt hier keine Supertränke zum normalen Preis. Das war also nur so ein einmaliges Ding. Schade eigentlich. Ich hätte mich ansonsten damit vielleicht ein bisschen bevorratet. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die Wahrscheinlichkeit wäre groß gewesen. Das hätte sehr vom Preis abgehangen. Aber na gut. So, hier brauche ich jetzt aber wieder ein Kissen, oder? Hä? Ich habe eigentlich Dreieck gedrückt. Oder setzt er sich da nicht rauf, weil wir keine Notwendigkeit haben? Das könnte sein. Eigentlich brauchen wir das nämlich nicht. Na gut, dann lasst uns mal gucken. Lang ist's her, dass wir mal wieder ein Innenareal auskundschaften konnten. Da vorne sind sie! Sie gehen tiefer in die Minen. Dann hinterher. Ja, ja, Eile mit Weile, ganz gemächlich. Wir sind hier im Senioren-Let's Play auf YouTube. Und da wird erstmal gar nicht gerannt, sondern erstmal geguckt. Gerannt wird eigentlich nur, wenn das Spiel einen dazu zwingt. Oder wenn man beim Erkunden ist und große Flächen vor der Nase hat. Ansonsten gibt es dafür nicht einen einzigen plausiblen Grund. Und ich mag dieses Innenareal hier so auf den ersten Blick sehr gerne, weil ich die Leuchtelemente hier mag. Ich finde, auch in Final Fantasy 15 schon, auch wenn ich das jetzt alles nicht in einen Topf werfen will, ich finde, dass bei den neuesten Final Fantasy Erzeugnissen die Außenareale immer schöner waren und irgendwie auch spaßiger als die Innengebiete. Und ja, hier ist aber alles anders. Mithrilmine geht durchaus klar. So, habe ich jetzt alles? Ja, hier gab es halt auch nicht so viel. Aber dass es hier in dieser Ecke auf der rechten Seite nicht eine einzige Kiste oder sowas gab, das überrascht mich schon. Chocobo rufen ist hier nicht, ne? Der ist, glaube ich, automatisch abgestiegen beim letzten Mal Cloud, als ich hier rein bin. Hoffentlich leben sie noch. Ja. Aber ist nicht unser Problem. Hm.
ich weiß nicht. Wir können sie doch nicht einfach... Okay, ich gehe runter. Hm? Ich komme mit. Nein, Stollen wie diese sind tückisch. Überlass das einem Profi. Nichts für ungut, aber du würdest mich nur aufhalten. Ich werde gehen. Klettern liegt mir im Blut. Gut, dann ihr. Tut mir leid. Mhm. Danke. Jo. Wenn ihr euch nicht beeilt, verliert ihr den noch. Hm. Passt gut auf euch auf! Ich wünschte mir so sehr, dass Tifa in solchen Momenten ein bisschen selbstbewusster wäre. Warum hat sie denn das Wort nicht erhoben, wenn sie anderer Meinung ist als Cloud, der meinte, das ist nicht unser Problem? Da fand ich es cool, dass Barrett da interveniert hat und vielleicht auch erkannt hat, dass es Tifa beschäftigt, aber warum hält sie sich denn so zurück? Sie ist doch eine selbstbewusste Frau, sie hat doch ihren eigenen Willen. Warum traut sie sich nicht, eine abweichende Meinung von Cloud auszudrücken? Wahrscheinlich will sie niemandem zur Last fallen oder so, aber ich finde, das war ein absolut valider Punkt. So, wir sind jetzt auf jeden Fall mit einer neuen Gruppenkonstellation unterwegs. Gruppenmitglieder wechseln. Ja, okay, weil Red und Barrett sind weg. Das ist nachvollziehbar. Wir haben ja gerade gesehen, warum. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob ich bei Aerith jetzt noch irgendwie Anpassungsbedarfe habe. Sehe ich ja eigentlich irgendwo, wie weit fortgeschritten das ist, was sie von ihren Waffen lernen können. Ach ja, da ist so ein Häkchen dran, wenn sie damit fertig sind. Das heißt, eigentlich könnte ich Cloud mal wieder... Das werde ich auch machen. Der kriegt mal sein Panzerschwert wieder zurück. Das habe ich hier schon ewig nicht mehr gegen gecheckt, aber... Über kurz oder lang will ich natürlich alles irgendwann mal lernen. Mithril-Halsband. Barrett ist ja auch schon durch. Hier allerdings noch nicht. Dann switche ich auch bei ihm nochmal um. So, und dann nochmal zurück zu Aerith. Mit ihr habe ich halt noch gar nicht gespielt. Deswegen ist es bei ihr vermutlich egal. Dann würde ich aber Magiekreis beschwören. Versus Durchtreffen von Gegnern. Stopp-Effekt auslösen, finde ich eigentlich cooler. Aber ich starte mal mit dem ersten, glaube ich. Mit dem Wachenstab. So, kann ich sie hier jetzt noch ein bisschen verstärken? Ich könnte ihre physische Abwehr auf jeden Fall erhöhen. Mit dem robusten Armreif ginge das am besten. Ich könnte aber auch ihre magische Abwehr noch massiv boosten. Aber eigentlich ist mir die physische gerade wichtiger. Robuster Armreif. Ich könnte noch einen kaufen. Aber will ich das? Kupferarmreif Plus ist auch nicht verkehrt. Bei der Eulenreif, der kann auch einiges. Weißt du was? Dann nehme ich das einmal Barrett weg. Den steuern wir ja gerade sowieso nicht. Dann hat sie hier auch einen Materia-Slot zusätzlich. Aber dafür hat Barrett jetzt irgendwas abgelegt. Hier, Meister der Gegenstände hatte er, glaube ich, drin. Dann bekommt sie das jetzt. So. Und Barrett? Der wird ja im Hintergrund jetzt irgendwie weiter? Vermutlich nicht. So, und bei den Accessoires wollte ich nochmal gucken. Mondsichel-Talisman hat was bewirkt? Indem die Hoffnung so hell wie der Mond am Nachthimmel zu funkeln scheint. Verringert erlittenen Schaden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Das kann sie durchaus behalten, denn Magier, weiß ich nicht. Ach, keine Ahnung. Ich werde wahrscheinlich überwiegend mit Tifa und mit Cloud spielen oder ich switche einfach durch. Ich weiß es nicht. Sie wird vermutlich ja nicht bis in alle Ewigkeit hier bleiben. Wobei ich könnte mir vorstellen, dass man in dieser Konstellation jetzt irgendeinen Boss noch bekämpfen wird oder so. Kommen wir gar nicht nach unten? Nee. Der jumpt nicht mal irgendwie auf eine Zwischenebene, aber ist auch okay. Wir haben eine klare Arbeitsteilung besprochen. Aber eigentlich... Eigentlich könnte man denen das auch schon zutrauen. Ich war auch überrascht, als Barrett gerade zu Tifa meinte, du würdest mir nur im Weg stehen. Ich hätte jetzt vermutet... Hi. Ich hätte jetzt vermutet, dass Tifa die wendigere und agilere ist und auch die bessere im Klettern. Was stimmt mit dem Typen nicht? Kann man dem irgendwie helfen? Der klingt, als hätte er Schmerzen. Aber ich gehe mal weiter.
Vielleicht muss ich hier irgendwas abschließen, damit es ihm auch besser geht. Oder Red und Barrett gewinnen Erkenntnisse, die erstmal wichtiger sind. Keine Ahnung. So, Kriecher. Kriecher ist ein neuer Gegner. Die gab es aber, glaube ich, im Vorgänger auch schon. Kriege ich das hin, bevor der down geht? Jawohl. Diese Kreatur schlängelt sich durch Minenstollen. Bei Gefahr speit sie ein flüssiges Gas aus, das ihren Feinden die Körperwärme entzieht. Nutze die elementaren Schwächen dieses Kriechtieres aus, um es schockanfällig zu machen. Na gut, die gehen so schnell down. Ich glaube, bei denen werde ich jetzt erstmal gar nichts an Taktik benötigen, sondern einfach nur schiere, brutale, reine Gewalt. Ja. Das ist nicht immer die Lösung, aber bei den Kriechern scheint das zu helfen. Solange, bis deren Upgrades irgendwann mal kommen. So. Da unten kommen wir bestimmt gleich hin, oder? Wobei, nee. Gemäß Karte eher nicht. Oh, da hinten leuchtet ganz verheißungsvoll in wunderschönem Blau eine Materia. Jahaha. Mal gucken, ob das schon eine altbekannte sein wird oder irgendwas spektakulär Neues. Was ist das denn hier für ein Weg? Ist das der richtige Weg? Wir hatten doch hier unten aber auch noch eine Route, oder? Ach nee, hier ist Sackgasse. Wobei, hier kann er bestimmt runterspringen. Ich mach das mal, da sieht so ein schöner, da sieht man so einen schönen Gegner. Eine Kastagnette. Ist bestimmt saugefährlich, das Vieh, aber hübsch sieht's trotzdem aus. So, was kannst du denn? Dieses große Krustentier mit bläulich-weißem Panzer lebt in Minen. Es versteckt sich zwischen Erz und Geröll und wartet auf eine Gelegenheit, seine Beute mit seinen elektrifizierten Scheren anzugreifen. Nutze die elementaren Schwächen dieses stacheligen Wesens aus, um es schockanfällig zu machen. Wenn es seine Verteidigungshaltung einnimmt, werden normale Angriffe unwirksam. Durchbrich seine Abwehr mit starken Angriffen, die es einschüchtern. Gelingt dir das nicht, setzt es Scherenfunke ein. Das wollen wir auf jeden Fall unterbinden. Oh, ich glaube, der ist auch gerade in seinem Verteidigungsmodus. Moment. Ja, ich mache mal erstmal die Kriecher platt. Das war eigentlich so gar nicht mein Plan, aber wenn wir schon mal dabei sind, und das Spiel einen schon wieder zwingt, Gegner anzugreifen, die man gar nicht angreifen will, dann machen wir das natürlich. Ey, geil, zwei Materia haben gerade ein Level abbekommen. Sehr nett. So, warte mal, was mochte der nicht? Frost. Da haben wir doch was. Hier, eisige Verkettung. Gönn dir. Warte, Scherenfunke aus dem Weg. Achso, der schießt das nur nach vorne raus. Okay. Ich wollte gerade ausweichen. Hat das jetzt jemanden schwer getroffen? Wir sind alle relativ gesund. Nicht auf Maximum, aber fast. So, haben wir hier unten jetzt irgendwas? Ach, hier ist auch eine Leiter. Alles klar. Und hier ist eine Kiste. Die hätte man ja leicht übersehen können. Da ist, glaube ich, der... Obwohl, nee, also wenn hier der richtige Weg ist, hätte man die nicht leicht übersehen können. Silfenhände. Endlich eine neue Waffe für Mademoiselle Tifa. Sehr schön. Sie hat ja hier sowieso noch... Ach, bei ihr habe ich vorhin gar nicht... Ach doch, bei ihr habe ich geguckt wegen Waffen. Die zweite haben wir ja jetzt gerade erst bekommen. Ich dachte, ich hätte hier vorhin was übersehen. Führt einen windelementaren Angriff aus, der Gegner am Boden in die Luft hebt und umgekehrt. Zusatzeffekt zieht Gegner näher heran, in der Luft einsetzbar. Stürmischer Umsturz. Und Geschicklichkeitsbonus, gegnerische Schwächen ausnutzen. Auf jeden Fall. Da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Oh, ATB-Ladebonus, da brauche ich eigentlich gar nicht weiter zu gucken. Erhöht die Aufladung der ATB-Leiste beim Angreifen oder Blocken. Erhöht den Schaden von Spezialfertigkeiten. Das ist auch nett. Beschleunigt die MP-Regeneration in Kämpfen geringfügig. Und aktiviert nach Rückkehr von Kampfunfähigkeit Sangans Leere. Was auch immer das ist, kann man das irgendwo nachlesen. Bestimmt in diesem Menü, wo du deine Waffen-Upgrades durchführen kannst. Aber ich nehme hier auf jeden Fall den Ladebonus. So, okay, haben jetzt alle Waffen, wo sie noch Zeug leveln können? Cloud hat hier keinen Haken, sie hat keinen Haken, sie hat keinen Haken. Aerith braucht sowieso noch zwei davon. Bei ihr wird das am längsten dauern. Vielleicht lasse ich sie auch so lange einfach im Team, bis sie mit beiden Waffen fertig ist. Das wäre doch eigentlich auch ein guter Kompromiss. Und das würde mit dem System auch dafür Sorge tragen, dass ich die Leute ein bisschen durchswitche. So, was haben wir denn hier Feines? FP-Boost.
endlich mal eine andere Boost-Variante. Das wird jetzt hier allerdings ein bisschen kuschelig. Die Frage ist nämlich, wo bauen wir das jetzt noch ein? Ich tendiere am ehesten dazu. Warte mal, was hat Aerith für Materia? Stehlen. Die ist ja schon ausmaximiert. Dann kommt das hier einfach weg. Dann brauche ich mir jetzt gar keinen... Ach, das hier ist aber auch ausmaximiert. Erhöht die Menge an FP, die für verbundene Materia erhalten wird. Das ist aber hier nichts Verbundenes. Ich habe hier Meister der Gegenstände und Heilen miteinander verbunden. Dann müsste ich das hier einfach mal durchswitchen. Dann könnte ich Heilen hier nämlich entsprechend boosten. Oder Meister der Gegenstände. Was ist wichtiger? Ich meine, mit Cloud kann ich aktuell heilen. Ich nehme mal den FP-Boost für Meister der Gegenstände. Dann hat das nämlich doch seine Daseinsberechtigung, weil heilen... Obwohl heilen kann ich dann hier reinpacken. Dann levelt das noch weiter, genau. Das bringt mir nämlich mehr als stehlen. Und dann kann ich das da boosten. Also stehlen ist wahrscheinlich gerade in Bosskämpfen auch wichtig. Ich weiß noch, dieser eine Boss, wo man für Aerith im Remake eine Waffe für sie holen konnte, für Aerith. Und ja, aber ich werde hier halt keine Guides benutzen. Deswegen ist mir das jetzt nicht... den Stress nicht wert, sage ich mal, bei jedem Boss hier auf Teufel komm raus so lange zu klauen, bis da irgendwas Schönes dabei ist. Das kann man sich dann für einen zweiten Durchgang, finde ich, aufheben. So, aber das ist tatsächlich der richtige Weg. Das heißt, die Waffe war dann am Ende doch so ein bisschen auf dem Präsentierteller. Mithril-Grubenbau heißt der Abschnitt. Habe ich vorhin gar nicht gesehen, als wir hier erstmals lang sind. Das ist sehr suspicious. Da hinten sind aber normale Kriechergegner. Sollte erstmal nicht das Problem sein. So, kloppen wir die erstmal weg. Da hinten war auch noch eine nette Kiste. Also ich hoffe, dass der Inhalt auch nett sein wird. Ich freue mich, dass wir den Impulshieb jetzt wieder haben. Ich mag den Angriff. Immer wenn ich in schweren Kämpfen nicht weiß, was ich mit Cloud machen soll, gehe ich dann halt auf den. So, Kisti, was hast du? Äther! Äther ist sehr gut. Ich warte immer noch auf den glorreichen Tag, wo man Äther mal kaufen kann. So, wo ist denn jetzt hier der richtige Weg? Vermutlich da nach links. Wir gucken mal, ob wir hier trotzdem noch irgendwas Schönes mitnehmen können. Weil hier in der Mitte ist ja nichts weiter. Das ist eigentlich relativ kompakt einsehbar. Hier flackerte irgendwo ein Licht. Ja, hier an der Stelle kann man da irgendwie raufklettern. Sieht eher nicht danach aus. Ey, dieser Song, der gibt mir so harte Nostalgie-Kicks. Workers. Kann man das irgendwie lesen, was da oben steht? Ja. Comply with regulations when disposing of waste. Follow proper procedures to prevent... Cave-ins soll das, glaube ich, heißen. Carry an oxygen source at all times. Und your safety equipment. Wear your safety equipment. Where ist das erste? Ah, mit ein bisschen Augen zusammenkneifen geht das schon. Auf jeden Fall hat man sich da ein bisschen Gedanken gemacht. Ist nur die Frage, ob irgendjemand diese Hinweisschilder liest. In Real Life lesen ja auch Leute nicht, wenn du ein ganzes öffentliches Klo zutapezierst mit bitte benutzen Sie die Klobrille, sage ich schon, die Klobürste. Da ist Hopfen und Malz leider bei vielen verloren, wenn es um solche Dinge geht. Aber gut, ich weiß auch gar nicht, wie man jetzt von irgendwelchen Minen auf Toiletten kommen muss. Auf jeden Fall gibt es, glaube ich, schönere Themen, über die man sich Gedanken machen kann. So, ich mag diesen Ort hier bisher richtig, richtig gerne. Wir haben noch gar nicht so viele Dungeons hier kennengelernt oder besucht, aber das hier ist auf jeden Fall bisher mein Favorite. Ich hoffe, hier unten ist der falsche Weg. Das sieht nämlich sehr nach Sackgasse aus. Und das ist es scheinbar auch. Gibt es hier noch irgendwo eine Kiste? Reife Eiche, Holz, ja. Die reifen Eichen, die habe ich, glaube ich, gerade... Zuletzt alle verbraten. Achso, hier ist noch... Hä? Ach, das ist eine Kletterpassage. Ach, das ist hier einfach nur ein Shortcut. Nee, warte, dann will ich den jetzt noch nicht gehen. Da, wo sich das hier nämlich trifft. Ja, ja.
Da kommen wir auch noch mal, lang, wenn ich hier einmal nach oben lang laufe. So, da unten sollten wir eigentlich alles haben. Oh, bist du ein neuer Gegner? Oder ein Schriller? Vielleicht der große Bruder vom Schriller. Du bist jetzt der Oger. Also die Weiterentwicklung davon. So, warte mal, den muss ich einmal analysieren, bitte. Denn wir kennen uns noch nicht allzu gut, das will ich gerne ändern. Dieser Kraftprotz hauste schon in Höhlen lange, bevor der Mensch anfing, Bergbau zu betreiben. Er ist normalerweise friedfertig, kann aber äußerst ungehalten werden, wenn jemand sein Revier in Unordnung bringt. Dieses Wesen kann durch Blocken seiner Keulenattacke schockanfällig gemacht werden. Wird jedoch Wutschlag oder Knüppel geblockt, hat dies den gegenteiligen Effekt. Okay. Ich bleib einfach mal bei Feuer. Kein Problem. Ich glaube, das ist die safeste Variante und vielleicht sollte man auch mal hinter dem stehen und nicht die ganze Zeit frontal auf den zustürmen. Boah, bei tiefer hat sich die ATB-Leiste gerade extrem schnell gefüllt und nochmal. Das hört ja gar nicht auf. Boah, das macht sich auf jeden Fall sehr bemerkbar, was ich hier zuletzt gelevelt habe. Aber ich finde, der Feuerschaden bringt in Sachen Schockanfälligkeit jetzt nicht so krass viel. Zumindest hat sich der Balken jetzt nicht so bewegt, wie ich es eigentlich erwartet hätte nach drei Einsätzen hintereinander oder so. Egal. Der Oger mag kein Feuer. Beim nächsten Mal weiß ich vielleicht Bescheid, wenn er denn innerhalb der nächsten 5 Minuten nochmal kommt. Guck mal, wie wir jetzt hier so random wieder Smaragd finden. Wie das eine Mal in der letzten Folge. Scheint gar nicht mehr so wertvoll zu sein. Aber ich wette, im nächsten Gebiet, wo man mit dem Chocobo die Pampa absuchen kann, ich wette, da wird es dann auch keine Smaragde mehr geben, sondern den nächsthöheren wertvollen Edelstein. Ich glaube, Rubine haben wir vereinzelt auch gefunden. Das wird wahrscheinlich die nächste Kategorie sein. So, warte mal, da unten geht's weiter. Hier ist der richtige Weg. Hier, genau, haben wir die Kletterstelle, wo wir vorhin am Fuße standen. Und ja, viel mehr, würde ich sagen, gibt's ja auch nicht. Oh, hier sickert irgendwie Wasser durch. Ich gehe mal davon aus, dass das Wasser ist, ja. Nicht, dass wir irgendwie so eine super geheime Ölquelle gefunden haben und am Ende werden wir reich und dann wird Cloud ein Ölscheich. Das ist dann der große Plot-Twist, den keiner hat kommen sehen. So, wie heißt der Archendrache? Ich habe das gerade irgendwie nicht erkennen können, als er da oben hing. So, was kannst du denn? Diese flugfähige Echse ist eigentlich eine menschenscheue Minenbewohnerin. Bis der Tunnel gesperrt wurde, hauste sie tief im Berg, doch seitdem hat sie langsam aber beständig ihren Lebensraum erweitert. Nutze die elementaren Schwächen dieses Reptils aus, um es schockanfällig zu machen. Und hier kommt Aero ins Spiel. Oder Aero. Plasmaentladung. Verleiht eine Zeit lang die Kraft des Blitzes und verursacht jedes Mal Flächenschaden, wenn eine ATB-Einheit voll aufgeladen wurde. Das klingt voll gut. Aber das ist eher blitzig. Deswegen bleibe ich jetzt hier, glaube ich, bei meinen windigen Verkettungen. Aber der macht es eh nicht mehr lange. Meiner Mitte nochmal geschockt. Materia Feintechnik hat eine neue Stufe. Sehr gut. So. Oh, hier gibt es eine Kiste. Gerade gar nicht gesehen bei unserer Ankunft. Eisenerz mal 5. Nicht unbedingt mein Premium-Wunsch-Item für heute, aber ist okay. So, warte mal, wo sind wir hergekommen? Hier. Erstmal so einen groben Überblick verschaffen. Also, wenn es hier keine Karte geben würde, dann wäre ich auf jeden Fall komplett lost. Und auch komplett genervt, wenn es keine Minimap gäbe, weil ich finde, die ist gerade in Innenarealen extrem hilfreich. So. Okay, das heißt, hier geht es dann weiter. Und da nach unten kommt man nicht. Naja, so ein bisschen. Ja, wenn ich hier wieder so weitermache, dann bugge ich mich hier wieder fest und dann ist das Geheule wieder groß. Deswegen gehen wir mal einfach den richtigen Weg entlang, würde ich sagen. Hier rechts, das sieht auffällig aus. Oh, wenigstens eine kleine Mogri-Medaille hättet ihr uns ja da lassen können.
Aber ich habe das Gefühl, dass die immer zufallsgeneriert droppen. Auch wenn du auf diese Türme hochkletterst und dann da diese Boxen zerstörst. Da gibt es halt oft welche, aber nicht immer. MP-Heilung durch Marconi, sehr schön. Uh-oh, jetzt wird's schlängelig. Jetzt muss gleich eine neue Ebene kommen. Oder wir sind jetzt, oder wir haben jetzt den Ausgang gefunden. Oh ne, bitte kein Minispiel. L2, ich drücke. Und ich muss auch schieben scheinbar. Oder ziehen? Ziehen. Vorne blockiert irgendein Geröllhaufen scheinbar den Durchgang. Oh, das sieht aber weitläufig aus dahinter. Ich glaube, da wartet jetzt ein sehr großes Areal auf uns. Oder es täuscht. Kann ich von hier theoretisch auch schieben? Bringt mir das was? Ey, nicht, dass du hier voll das krasse Secret findest, wenn du das bis zum Ende durchschiebst. Ich mach das mal und trinke einen Schluck Kaffee. Ach so, hier hört's schon auf. Ich dachte, der würde das bis in den nächsten Raum reinschieben. Aber na gut, wenn das hier in diesem komischen Gang stecken bleibt, dann... kurz Nase kratzen. Dann kann ich natürlich nirgendwo raufspringen, ist klar. Das sieht so nach so einem Dark Souls-Ort aus, finde ich. Wow! Seht euch das an! Oh. Was ist das? Vielleicht geht es da ja weiter. Gehen wir. Dass ihr das so ins Auge springt. Wo ist denn das, wo sie gerade hingezeigt hat? War das nicht irgendwie weiter oben? Ich find's nicht mehr. Aber ist auch egal. Ich hätte sowieso mir vorgenommen, hier jede Ecke einmal zu begutachten. Aber ich habe da nichts Auffälliges gesehen. Außer, dass es da ein bisschen geleuchtet hat. Aber das tat's auch an anderen Stellen. Beziehungsweise tut's das immer noch. So, kann man da runter? Ich traue mich hier schon gar nicht irgendwo runter zu springen, weil ich Angst habe, dass ich dann irgendwie nicht mehr zurückkomme oder mir das Spiel abstürzt oder so. Wobei ich sagen muss, dass ich mit der Performance bisher echt extrem zufrieden bin. Das ist nicht so ganz selbstverständlich, wenn man Spiele so relativ zeitnah zum Release spielt. Eigentlich habe ich es ja sogar direkt zum Release gespielt, zwar nicht so weit, wie viele andere, weil ich ja mal ein bisschen Pause dazwischen machen muss, wegen Schneiden, Vorbereiten, Hochladen etc. Aber ansonsten kann man hier echt nicht meckern. Kein Absturz und so. Und ich habe immer mal wieder, wenn ich auf der PS5 irgendwas gespielt habe, auch bei älteren Spielen teilweise, auch wenn ich von der PS4 irgendwas einlege oder so, passiert das ab und zu mal, dass mir ein Spiel crasht. Also... so selten habe ich das in der Vergangenheit nicht erlebt. Aber hier ist bisher alles picobello. So, bevor wir nach links und rechts gucken, vermöbeln wir erstmal ein paar Kriecher. Da ist auch die nächste Kiste. Sehr schön. Ich finde auch die Zeitabstände, in denen man hier nette Belohnungen bekommt. Die sind auch ganz, ganz cool gemacht. So, Automagie. Ist das nicht zufällig schon auf Maximum? Oder gab es da noch eine dritte Stufe? Das war auf jeden Fall irgendwas Blaues hier. Nee, das ist auf Max. Benutzt automatisch verbundene Materia, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Davon habe ich nie profitiert, weil hier nichts Verbundenes ist. Deswegen war das irgendwie eigentlich relativ sinnbefreit. Aber jetzt habe ich wenigstens die Möglichkeit, ihr was anderes noch zu geben. Lass mich mal überlegen. Was von dem, was Barrett und Red zum Beispiel angelegt haben, ist eventuell sehr wichtig? Behandeln finde ich wichtig. Toxin finde ich auch wichtig. Behandeln, Toxin. Was haben wir hier sonst noch so? Ausdauer. Ja, darauf kann ich jetzt erstmal warten. Effizientes Blocken. Hatten wir effizientes Blocken nicht zweimal? Das müsste dann... ah ne, ich habe das verwechselt mit präziser Abwehr. Das haben wir zweimal. Das hat aktuell nur Red angelegt. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, ich gebe ihr Behandeln. Was war nochmal das andere? Jetzt kann ich mir das schon wieder keine 2 Sekunden merken. Ich glaube, sie kriegt auf jeden Fall... ah, Toxin.
Ich finde Toxin halt irgendwie ein bisschen sexy, ja, aber ich glaube, behandeln ist vernünftiger. Deswegen soll sie das einmal bekommen. Es wird schon wieder voll im Chaos münden, wenn Barrett dann zurückkommt und ich nicht mehr weiß, welche Materia er vorher angelegt hatte. Aber egal. Für den Moment sollte das so passen. Da rechts kann ich... Ah, super Tränke. Sehr gut. Was ist das? Der Aufzug ist beschädigt und kann nicht benutzt werden. Hat mich auch gewundert, wenn nach so langer Zeit irgend so ein Knöpfchen die alte Möhre wieder zum Laufen gebracht hätte. So, hier kommst du wahrscheinlich nicht runter. Nope. Da hinten. Moment. Wie kommt man denn dahin, um das Zeug da einzusammeln? Hä? Ach so, ich muss wahrscheinlich einfach nur dem Weg hier folgen. Da ist ja von hier aus, ja, so ein kleiner Weg schon angedeutet gewesen. Alles klar. Ich dachte gerade, man hat doch eine Möglichkeit, irgendwie ins Haus zu gelangen oder so. So, aber ab und zu müssen doch hier Leute mal sein, weil diese Lampen, die fallen doch bestimmt auch manchmal aus. Auch wenn wir die einzelne davon schon haben rumflackern sehen, aber trotzdem. So ganz tot sieht das hier, finde ich, nicht aus. Die Leiter ist kaputt, suche nach einem anderen Weg. Ja, ja, ich würde ja sowieso gerade hier lang laufen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich die Lore gleich wieder verschieben. Wobei... Ach so, die müssen wir verschieben, um dann auf die kaputte Leiter rauf zu dingsen. Weil hier in die andere Richtung geht das nicht. Okay, habe ich verstanden. Machen wir gleich. Hier noch irgendwas Schönes. Auch wenn man über mangelnde Belohnung hier erstmal nicht klagen kann. So, ich glaube, wir haben hier alles, oder? Oder gibt es hier noch irgendwas Schönes? Nö. Oh, ich fühle mich hier so wohl an diesem Ort. Möge er niemals aufhören. Ich finde ihn auch so schön abwechslungsreich. Man hat auch, finde ich, hier nicht das Gefühl, dass man die ganze Zeit in jedem Raum das Gleiche macht. Auch wenn wir jetzt hier zum zweiten Mal eine Lore verschieben, aber das hat ja damit nichts zu tun. So. Dann sollte das der einzige Weg sein. Und auf der Karte sehen wir aber aktuell noch nicht, wo wir rauskommen. Nur, dass es nach oben geht. Aha. Hauptstory hat einen Haken bekommen, die zerstörte Leiter. Mal gucken, wann wir hier wieder auf Barrett und Red treffen. Vielleicht werden wir uns hier für den Gebietsboss nochmal zusammenfinden, ehe wir uns versehen. Hä? Warte mal, hier habe ich gerade was nicht verstanden. Ach doch, hier sind wir gerade eben schon gewesen. Kann ich jetzt hier runterspringen? Unten ist bestimmt nicht der richtige Weg, oder waren wir da schon? Also runterspringen tut er und eine Kiste gibt es ja auch. Ich habe scheinbar einen optionalen Sackgassenbereich gerade entdeckt. Oh, lass das bitte nicht den richtigen Weg sein, weil da oben gab es noch eine andere Route. So ganz sicher bin ich mir jetzt hier gerade nicht. Aber ein bisschen was an Belohnung kannst du mitnehmen, die aber nicht so viel wert ist, wenn man weiß, man wäre hier sowieso vorbeigelaufen. Aber dadurch, dass du hier auch so viele Ingredients mitnehmen kannst. Ich weiß nicht. Wir müssen mal gucken, wo wir gleich rauskommen. Was ist das da für eine Ecke? Achso, wieder von der anderen Seite. Ähnlich wie gerade eben. Der kann hier nicht zufällig wieder zurückspringen, oder? Nach oben? Nee, ich glaube, das war zu hoch. Ich muss unbedingt hier links in diesen Raum rein. Da gibt es nämlich Zeug. Das ist auch der einzige Weg, würde ich sagen. Ja, weil hier springt er nicht runter. Da haben wir wieder diesen lustigen Gegner. Wie ist der nochmal? Castagnette, glaube ich. Ach, hier oben kommt man aber auch hoch. Okay, warte mal. Eins nach dem anderen. Erstmal müssen wir uns um diesen Dude hier kümmern, den wir gleich mal gehörig mit Frost versorgen werden. Eisige Verkettung bitte einmal. Und damit war es das auch für den. Das ist sehr, sehr cool. Und wieder sind Materia-Stufen gestiegen. Das geht ja aber mal richtig flott. Oder die waren alle ungefähr zeitgleich kurz davor, stärker zu werden. Und jetzt passiert das halt nach und nach analog. Keine Ahnung, aber finde ich gut. Ich bin mir nur nicht sicher. Ich glaube, das wird nämlich nicht angezeigt, wenn die Materia die Max-Stufe erreichen. Das würde mir nochmal ein bisschen helfen und ganz gelegen kommen. Ach, da oben
geht er gar nicht mehr rauf. Okay. Na gut, aber wir haben ja hier auch alles, was wir wollten. Ey, bitte lass den Kreis jetzt einmal schließen und mich nochmal zurück zu dem anderen Punkt bringen. Das wäre echt nett für meinen Seelenfrieden. Das sieht aber gerade nicht so aus. Am Ende lag da vielleicht am Ende der Sackgasse eine Materia oder eine schöne Kiste oder so, die ich jetzt verpasst habe. Aber man wird zu einem späteren Zeitpunkt ja hoffentlich das wieder betreten können. Da auf diese Brücke. Ach hier. Nee, okay. Alles klar, ich nehme alles wieder zurück. Das hier war nämlich der Übergang. Okay, genau hier stand ich und bin nach links ausgewichen und okay, alles richtig gemacht. Puls kann wieder runtergehen. Nix verpasst, alles schön. So, sollte das hier der einzige Weg jetzt sein? Das könnte schon wieder ein bisschen kampfintensiver werden. Ja, ist es auch. Zwei Ogre habe ich da hinten gespottet. Vielleicht noch in Begleitung. Das erkennt man nicht aufgrund ihrer Leibesfülle. Aber das werden wir gleich im bevorstehenden Getümmel live und in Farbe rausfinden. Hello, hello, meine Ogre-Freunde, na? Ich glaube, das könnte ein bisschen ungemütlich werden. Vor allen Dingen, wenn ich so blöde zwischen denen stehe, wie ich es jetzt gerade tue. So, Fertigkeiten, Flammenblitz. Ich switche mal ein bisschen durch die Charaktere. Ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Feuerimpuls, Ogre B. Hauptsache, wir schießen uns alle auf Ogre B erstmal ein. Dann sollten wir, glaube ich, ganz gut durchkommen. Aerith. Boah, nee, mit Aerith, ich weiß nicht. Die hat, glaube ich, auch eine schwache Abwehr. Das ist mir zu heikel, sie zu steuern. Und damit die Gegner aggro auf sie zu ziehen, das will ich nicht. Aber zwischen Tifa und Cloud hin und her switchen, das ist schon okay. So. Bank wäre demnächst auch nicht so ganz verkehrt. Kriege ich den jetzt noch down, ohne heilen zu müssen? Das könnte alles ein bisschen knapp werden. Bin ich jetzt dran? Ja, Aerith, du bist dran. Warte mal, was hast du an Magie? Nichts Feuriges. Und hier ist leider auch nichts mit Feuer. Heiliger Magiekreis. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Führt einen magischen Flächenangriff auf Gegner im Umkreis des Anwenders aus. Wie weit geht denn dieser Umkreis? Das sieht man hier gerade leider nicht. Boah, keine Ahnung. Ich mache das jetzt trotzdem mal. Keine Ahnung, wie ich ihre ATB-Balken sinnvoll verwursten soll. Aber der ist eh down. Okay, ich müsste mich jetzt langsam mal um Heilung bemühen. Kann Aerith nicht Gebet wirken? Das geht wahrscheinlich nur während des Kampfes, ne? Warum komme ich denn jetzt nicht in mein Menü? Ach, jetzt wieder. Weil ich gerade noch im Kampfmodus war, ging das vermutlich nicht. So, das ist ja eigentlich keine Magie. Aber ich könnte aus dem Menü heraus diese Heilung hier wirken. Dann mache ich das doch. Aber Gruppenheilung hat sie noch nicht, ne? Ich glaube, ich habe noch niemanden mit Gruppenheilung. Das wäre schön, wenn das mal ginge. Ich weiß gar nicht, ob man die Heilen-Materia dafür aufstufen musste oder ob man dafür eine komplett neue Materia finden musste. Kriege ich alles nicht mehr zusammen. So, diese Leiter hier ist der richtige Weg. Habe ich, glaube ich, gerade festgestellt. Das heißt, hier könnte man noch gucken. Aber hier waren wir ja gerade schon relativ agromäßig mit entsprechender Zerstörungswut unterwegs. Oha, wie unfassbar schön. Hoffentlich geht es den beiden da unten gut. Bin mir ja nicht so sicher. Auch wenn die schon hart im Nehmen sind. Die können durchaus auf sich aufpassen, aber wer weiß, mit welchen Mächten wir es hier zu tun haben. Und was es mit diesen komischen, vermummten Dudes auf sich hat, die ja irgendwie mit Sephiroth in Verbindung zu stehen scheinen. So, bloß nicht nach unten gucken. Wer Höhenangst hat, der hat spätestens dann verloren. Boah, ich habe hier richtig, Paranoia, irgendwas. Ich glaube, wir haben die Männer in Schwarz verloren. Die finden wir schon. Falls sie nicht wieder abgestürzt sind. Ja, also lieber die Männer in Schwarz sind abgestürzt als unsere Freunde. Um die würde ich mir gerade viel eher Sorgen machen. Aber schön, dass ich erstmal geheilt habe, nur um eine Minute später hier wieder eine Bank zu finden. So, Automat.
Was hältst du für uns bereit, Eta? Eta ist schon mal ein sehr guter Start. Phönixfeder nehme ich mit, auch wenn ich sie nicht unbedingt brauche. Schade, dass wir keine 3 Eta einkaufen konnten. Das wäre noch so ein bisschen das i-Tüpfelchen gewesen. Den Rest, den lassen wir mal. So, gab es hier zwischenzeitlich? Ne, weitere Punkte. Vielleicht sollte ich erst die Frage aussprechen und sie mir danach beantworten. Aber ausruhen. So viel Zeit muss sein. Mein Fuß ist gerade ein bisschen eingeschlafen. Pünktlich zum Raufsetzen auf die Bank. So. Okay. Muss ich mir Sorgen machen wegen dem... Ach, hier ist der richtige Weg? Ja, da sind wir nicht hergekommen. Ich bin nur überrascht, weil das hier gerade auf der Karte null ersichtlich war, dass es in die Richtung weitergeht. Gab es hier noch irgendwas? Was man lesen, zerstören, öffnen, einsammeln, hypnotisieren, besteigen kann? Augenscheinlich nicht. So. Okay. Ich weiß nicht, ich speichere mal. Das habe ich noch nie während der laufenden Aufnahme gemacht, aber irgendwie war mir gerade danach. Ich habe ein mulmiges Bauchgefühl. Gucken wir mal. Ah, warte, jetzt ist hier ein bisschen mehr Karte zu sehen. Die verrät dir halt immer nicht, wo es dann weitergeht. Du siehst halt immer nur den Abschnitt, wo du dich gerade befindest. Daher auch die permanente Unsicherheit bei mir. Ey, das sieht ja aber echt cool aus, ne? Sind irgendwelche uralten Bäume jetzt? Er kommt jetzt eventuell die Passage, wo man im Original... Sag mal, wie geht es eigentlich Reno? Die Verletzungen sind gar nicht so schlimm. Er ruht sich nur ein bisschen aus, weil er in letzter Zeit ziemlich ranklotzen musste. Moment mal, dann macht er also richtig Urlaub? Da kann man ja glatt neidisch werden. Ja, sowas in der Art. Er hat's gut. Nee, der langweilt sich zu Tode. Hm. Vermutlich hast du recht. Was hast du? Ach, nichts. Red einfach weiter, ja? Wartet. Hä? Bin ich jetzt zu weit nach vorne gelaufen? Und was machen wir jetzt mit dem? Root, mal ganz ehrlich, ich kann dieser ganzen Sache nicht so viel abgewinnen. Dass wir die Schwarzkutten verfolgen, was soll das bitte bringen? Ist ein Befehl von oben. Mehr braucht dich als Turk nicht zu interessieren. Seit wann bist du so ein Kriecher? Na jedenfalls, dem da ist nicht mehr zu helfen. Lass ihn uns erlösen. Son wird sicher dasselbe tun. Grausam. Bester! Gutes Gehör. Voll tiefer. Aha! 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 Avalanche. Gestatten? Der neue Stern am Turkshimmel, Elena. Mit Abschaum wie euch räume ich gnadenlos auf. Wo ist Reno? Im wohlverdienten Urlaub. Und während der nicht da ist, habt ihr mich am Hals! Sie mag unser neuestes Mitglied sein, aber unterschätzt sie besser nicht. Nee, ich unterschätze sowieso niemanden. Was? Ich bin gerade nur überfordert mit der Frage, wen ich zuerst angreifen will. Und ich hatte das Gefühl, dass ich eventuell den Dialog abgebrochen habe und der vielleicht noch weitergegangen wäre, aber das könnt ihr mir sicherlich eher sagen. Ich starte mal mit Root. Ein Mitglied der Turks, eine Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten, führt im Kampf kraftvoller Angriffe mit seinem gestählten Körper aus. Da sein Partner Reno sich noch von seinen Verletzungen erholen muss, arbeitet er momentan mit Elena, dem neuesten Mitglied der Turks, zusammen. Um Root schockanfällig zu machen, musst du ihn mehrmals in Folge mit starken Fertigkeiten treffen, während er blockt, oder ihn unterbrechen, wenn er einen Synchro-Angriff ausführt. Okay, und Windattacken sind... Ah ne, ich wollte schon wieder eigentlich nur den Gegner wechseln, genau. Und einmal auf Elena zusteuern.
damit wir uns hier auch nochmal die Analyse-Info holen können. Am besten jetzt noch. Oh, Cloud hat wieder irgendeine hässliche Zustandsveränderung, weswegen er nichts macht. Jetzt aber. So, nee, warte, ich bin falsch. Hier wollte ich hin. Ein neues Mitglied der Turks, einer Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Elena hat Shinras Militärschule mit Bravour abgeschlossen. Was ihr an Kampferfahrung fehlt, macht sie mit Enthusiasmus und Elan wett. Um sie schockanfällig zu machen, kannst du entweder Treffer mit starken Fertigkeiten landen oder sie unterbrechen, wenn sie einen Synchroangriff ausführt. Bei ihr bin ich also mit Elektrizität besser unterwegs. Nee, warte, ich will sie angreifen. Ey, wenn ich den Gegner wechseln will, dann macht der nichts, wenn ich nach links und rechts drücke. Und immer wenn ich es nicht will, passiert genau das. Es ist so müßig. Jetzt hat er es mal gemacht. Okay, danke, danke. So, ob ich es jetzt schaffe, steht auf einem anderen Blatt, aber wir gucken mal. So, Windelementar, Plasmaentladung. Hier, das war irgendwas Blitziges. Ich glaube, die können wir mal probieren. Die hat sich beim letzten Mal schon ganz knorke gelesen. Titanfaust. Wen willst du angreifen? Ich fürchte Cloud. Wobei, nee, guck mal, wir haben uns jetzt mit Elena hier in die Ecke zurückgezogen. Hat sie irgendwas Blitziges, Stürmischer? Nee, das ist leider Windelementar. Aber wir können mit einem Rückwärtssalto uns hier mit einklinken. Weil ich glaube, die steht gerade ein bisschen zu weit weg. Also tiefer meine ich jetzt. So, Elena hat fast die Hälfte runter, aber Cloud muss sich auch heilen. Das macht er einmal jetzt. Tiefer. Was? Wofür hat sich gerade jemand entschuldigt? Was ist Manöver A? Kann ich das irgendwie noch unterbinden? Ich möchte Manöver A eher nicht kennenlernen. Ey, die ist gleich im Schockzustand. Jawohl, jetzt haben wir sie. Hackentritt. Komm, einmal zurück zu Cloud. Hey, hat er sich jetzt geheilt? Nee. Ich habe dem befohlen, sich zu heilen. Der hat in meiner Abwesenheit, wo ich ihn nicht gesteuert habe, sich scheinbar nicht geheilt. Und ich verstehe schon wieder nicht, warum. Aber unsere Beschwörung ist gleich wieder zur Auswahl. So, was haben wir denn hier Schönes? Göttliche Strafe habe ich hier noch nie gesehen in der Liste. Mit Aerith Hilfe greift tiefer weitflächig aus der Luft an. Zusatzeffekt Limit Stufe Plus. Ich nehme jetzt hier mal die furiose Verfolgung, um den Spiralsprung noch ein bisschen hinauszuzögern, denn noch haben wir MP. Und dafür habe ich das ja in der Vergangenheit immer ganz gerne genutzt. Also wenn die MP ausgehen, um dann noch ein bisschen heilen zu können. So, Elena ist schon wieder schockanfällig. Huch, was jetzt? Root! Genau wie wir geübt haben. Klar! Ey, ich hatte gerade voll den guten. Der schwenkt nicht mehr um. Warum kann ich denn sie jetzt nicht mehr angreifen? Ich verstehe hier wieder nichts. So, beschwören. Warte mal, ich brauchte Blitz und Wind. Habe ich, glaube ich, beides nicht als Beschwörung zur Auswahl. Deswegen holen wir mal Titan. Ich habe auch Aerith's ATB-Balken ein bisschen vergeudet. Weil sie hat ja die ganzen Elemente, die ich brauche. Deswegen, warte mal, hole ich das jetzt mal ein bisschen nach. Wobei, dann kann ich auch gleich den Felsenwurf nehmen. Einmal auf Root. Ich glaube, Elena ist gerade nicht mehr anwählbar. Kann das sein? Impulsi? Nee, sie ist die ganze Zeit ausgebraut. Okay, Fertigkeit gemeistert, stand da gerade. Impulshieb gelernt, geil. Der kann das jetzt also dauerhaft. Heftiger Aufstand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich kann mich gleich wieder heilen, oder? Wobei, nö, haben wir eigentlich ganz gut weggesteckt. Kann ich jetzt theoretisch wieder Elena angreifen? Ich bin verwirrt. Hier passiert mir schon wieder zu viel auf dem Bildschirm. Ja, sie ist wieder angreifbar. Dann stürze ich mich mal auf sie, da sie gefühlt hier das schwächere Glied von den beiden ist. Was war hier nochmal? Phase Elektrizität. Dann gönnen wir ihr mal noch ein bisschen Plasma-Entladung oder wie das hieß. Sicher. Kann auf jeden Fall nicht schaden. So, warte mal, tiefer. Was war hier nochmal dein Fokus? Ach nee, warte mal, hä?
Ach, Titan verabschiedet sich jetzt, glaube ich, weil irgendwie kann ich dem jetzt keine Befehle mehr erteilen. Dann machen wir einmal den hier. Jawohl, die ist gleich down. Nein, nicht jetzt die Titanfaust. Komm. Okay, Elena ist besiegt. Sehr schön, jetzt können wir uns auf ihnchen hier konzentrieren. Esper-Fertigkeiten? Nee, ich kann hier keine Befehle mehr austeilen. Bei ihm war Wind an der Tagesordnung oder Impulshieb. Nehmen wir mal den Impulshieb, um das Thema Schock ein bisschen nach vorne zu bringen. Ist er jetzt geschockt? Hä? Nee, aber fast. Warum ist denn Esper-Fertigkeiten hier immer noch zur Auswahl, obwohl ich da nichts mehr auswählen kann? Wind wollte ich einmal nehmen, genau. Jetzt ist er im Schock. Okay, jetzt müssen wir alles geben. Es wäre auch ganz nett, wenn mal eine Limit-Attacke oder so wieder zur Auswahl stünde. Gerne auch während des Schockzustandes, aber das wird wohl noch ein bisschen warten müssen. So, warte mal hier. Einmal den Hackentritt bitte. So, und Aerith wird... Ach nee, sie hat gar kein Aero mehr. Warum habe ich ihr das denn weggenommen? Das war früher immer voll ihr Ding, sage ich mal. Aber windige Welle geht noch. Gucken wir mal, ob die irgendwas bringt. So. Ich glaube, ein weiteres Mal... Ah, jetzt kommt er mit seinem Abschlussangriff. Okay. Ich glaube, ein weiteres Mal werden wir den auch nicht mehr schocken müssen. Ich glaube, der verreckt vorher. Aber es war... Ach, der ist jetzt schon down. Nice. Flossen hoch! Sofort! Ja. Und der Knallfrosch in deiner Hand bleibt, wo er ist. Komm bloß nicht auf dumme Gedanken. Also dann... Unsere Freunde und der ganze Sektor 7 sinnen auf Rache. Suchst wohl einen Sündenbock, was? Dann solltest du mal in den Spiegel gucken. Wie auch immer, die Dinge haben sich gewendet. Steht zwar ein Kopfgeld auf euch aus, aber wenn ihr uns nicht in die Quere kommt, lasse ich euch gehen. Wie gnädig, euer Ehren! Pass gut auf Aerith auf. Elena! Na also! Danke, Red. Das war so ein Plan. Kannst du schwimmen? Ein bisschen. Wo sind die anderen? Seid ihr okay? Klar! Hab mich ehrlich nie besser gefühlt. Klar, wird schon. Dann treffen wir uns am Ausgang. Okay. Diese Männer kenne ich nur allzu gut. Aus Hojos Labor. Sie haben eine schwere Mako-Vergiftung. Shinra-Schweine. Was meinst du, warum die hier rumschlurfen? Womöglich folgen sie Sephiroth. Denkt zumindest Cloud. Cloud, hm? Der macht mir auch Sorgen. Ziemlich. Hm.
Warum, wieso, weshalb? Erzähl uns mehr, Barrett. Barretts Interaktion. Barrett kann mit Viereck seinen Gewehrarm abfeuern. Auf diese Weise kannst du Mithrilbrocken zerstören oder Hindernisse aus dem Weg räumen. Dabei erhältst du mitunter Gegenstände und auch Materialien für die Synthese. Coolio. Mega. Jetzt sind wir zwar nur zu zweit unterwegs, aber die Gegner werden sicherlich auch ein bisschen einfacher sein, beziehungsweise angepasst auf die veränderte Gruppengröße. Ich habe einen Fehler gemacht, der mir leider zu spät einfiel. Ich hätte nämlich vorher die Waffen noch anpassen können. Bei Aerith, die ist noch nicht durch, aber Cloud hat zwischenzeitlich. Wobei, der hat nur zwei Waffen, die er, glaube ich, jetzt beide ausmaximiert hat, ne? Ja, das ist eigentlich egal. Ich gebe ihm mal die Prachtklinge, weil ich den Boost auf die physische Attacke schon sinnvoller finde als das auf Magie. So, aber jetzt geht dieses Spielchen hier wieder los, nämlich die Frage, Gatling-Gewehr ist schon okay, weil er da noch das Zeug lernen muss, was da drauf liegt. Hier würde ich aber fast sagen, könnte er... Boah, schwierig. Geben wir ihm mal... Ah ne, warte, der hat sich ja hier mit Aerith, sage ich mal, das hier geteilt. Dann übernimmt er das jetzt wieder. Und Chocobo-Feder war für die Schnelligkeit. Ich glaube, das behalte ich auch bei. So, da müssen wir jetzt noch gucken. Ich brauche auf jeden Fall einen Heiler. Das wird dann Barrett sein, den ich wahrscheinlich primär auch steuern werde. Dann übernimmt er das einmal von Aerith. So, und dann kriegt er darüber hinaus... Hä, Meister der Gegenstände? Das hatte sie doch angelegt. Das habe ich ihr nie abgenommen. Nie wissentlich, glaube ich. Weiß ich nicht. Warte mal, Aerith, wo bist du? Ja, sie hat jetzt hier auch einen leeren Slot. Muss sie nicht verstehen, oder? So, warte mal, was ist denn jetzt hier irgendwie rausgepurzelt? Irgendwie hatte ich eigentlich eine ganz gute Aufteilung. So, Luft ist einmal verteilt, Gewitter ist einmal verteilt, Frost hat immer noch tiefer, Glut hat Barrett. Das sieht eigentlich nach einer ganz guten Aufteilung aus. Warte mal, habe ich Heilung jetzt für beide? Ja, beide Heilungen sind zugeordnet. Dann bin ich mir unschlüssig. Den FP-Boost, Moment, habe ich hier überhaupt irgendeine Verknüpfung? Nee, habe ich leider nicht. Deswegen bringt ihm auch der MP-Boost letztendlich nichts. Boah, ey, keine Ahnung. So, der hat jetzt FP-Boost. Hat er überhaupt irgendein Element? Ich weiß es nicht. Ah, doch, Glut. Hä? Hier, ah, ich bin bei Aerith immer noch. Ach, ich bin so blöde. Ich will ja versuchen, ihre Lücke hier gerade zu schließen. Dann soll sie von mir aus hier präzise Abwehr bekommen. Habe ich schon angefangen zu leveln. Machen wir einfach an der Stelle weiter. So, und hier lasse ich, glaube ich, erstmal alles so, sonst wird mir das zu kompliziert, weil Red kommt vermutlich, auch wenn es jetzt wieder gemein klingt, aber eh bald wieder auf die Ersatzbank. Hier kommt jetzt aber eine neue Waffe. Hoffentlich, am besten wäre es eigentlich für Cloud Halsband der Rebellion. Das ist aber keine Waffe, oder? Das ist doch... Ach doch, er hat als Waffentyp tatsächlich Halsbänder. Das war mir bis gerade eben nicht so ganz klar. Fügt Gegnern in weitem Umkreis schweren Schaden zu, verbraucht zwei ATB-Einheiten. Zerfetzt den Gegner in der Rächerhaltung, wird die gesamte Rächerleiste verbraucht, wodurch Angriffskraft und Wirkungsbereich vergrößert werden. Ich arbeite mich von oben nach unten durch, deswegen behält er das jetzt erstmal. Ihr Lieben, ich werde an dieser Stelle jetzt aber erstmal den Part unterbrechen bzw. beenden, denn wir sind schon wieder bei einem Stündchen angelangt. Ich bedanke mich fürs Einschalten heute und freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, um diesen wunderschönen Ort hier mit mir zu erkunden. Bis dann, macht's gut, ciao.